Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann beklappt es dann. Pia und die wilden Tiere, Pia und die wilden Tiere, Pia und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hi Leute, schaut mal, wer da sitzt. Ich bin heute an dem einzigen Ort in Europa, an dem Affen wild leben. Heute geht's um die Affen von Gibraltar, die übrigens auch Berberaffen genannt werden. Ich schaue dem jetzt mal ein bisschen zu und guck, was der so macht. Und für euch gibt's schon mal die ersten Infos. Die Berberaffen gehören zu den Makaken. Ihre natürliche Heimat ist der Norden Afrikas. In Marokko und Algerien gibt es noch kleine wildlebende Gruppen, aber sie sind vom Aussterben bedroht. In den letzten 50 Jahren ist ihre Zahl dramatisch zurückgegangen, weil ihr natürlicher Lebensraum schwindet. Besonders in Wäldern mit immergrünen Zedern fühlen sich diese Affen wohl. Hier verbringen sie viel Zeit beim Klettern auf den Bäumen, aber auch auf dem Boden. Sie haben keinen Schwanz, so wie andere Makaken. Nur noch ein ganz kleiner Stummel hängt fast unsichtbar am Po. Neben den Makaken in Afrika gibt es noch eine kleine Gruppe in Europa, die Affen von Gibraltar. Sie wurden vor langer Zeit von Menschen hierher gebracht. Ich bin an den letzten Zipfel Europas gereist. Hier an der Meerenge von Gibraltar trennen Afrika und Europa gerade einmal 14 Kilometer. Dieser riesen Felsen, den ihr da hinter mir seht, und das kleine Stückchen Land am Fuße des Felsens, das ist Gibraltar. Und dort leben ungefähr 30.000 Menschen und mehr als 200 Affen. Und das schaue ich mir heute mal genauer an. Der gesamte obere Felsen von Gibraltar ist Naturschutzgebiet. Das ist der Lebensraum der Affen. Um dorthin zu kommen, muss ich erst einmal das Rollfeld des Flughafens überqueren. Denn wenn hier ein Flieger abhebt oder landet, müssen alle warten. Die Affen verlassen ihren Felsen kaum. Nur hin und wieder machen sie einen Ausflug in die Stadt. Noch habe ich keinen entdeckt. Jetzt geht's rauf ins Naturschutzgebiet. Da ist schon der Erste. Hier dreht sich wirklich alles um die Affenbande. Kein Wunder, die Tiere sind ja plötzlich überall, wo ich hinschaue. Boah, was eine Aussicht, oder? Und wisst ihr was? Da drüben, das ist Marokko. Und da leben die Verwandten von den Affen von Gibraltar. Ich bin mit Eric verabredet. Er führt eine Naturschutzorganisation in Gibraltar. Die Affen beobachtet er schon seit vielen Jahren und kennt sie alle. Hey, Eric. Hi. Hi. Hallo. Boah, hier sind ja überall Affen. Und die leben alle frei? Ja. Sie leben hier frei und können hingehen, wo sie wollen. So wie du und ich. Du solltest übrigens deinen Rucksack runternehmen und ihn vorne tragen. Okay. Denn wenn du mich sehen kannst, kann ich dir nichts stehlen. So ist es bei den Affen auch. Aber was würden die mir denn da rausklauen? Da ist doch gar nichts Interessantes drin. Sie wollen einfach mal schauen, was drin ist. Dann klauen sie vielleicht dein Wasser. Und vielleicht hast du da Wertsachen drin, die für dich wichtig sind. Okay, Eric. Gibt's noch andere Regeln, die ich beachten muss? Oh, oh mein Gott. Da zupft jemand an mir rum. Das ist schon in Ordnung. Ignoriere es einfach. Na, was habe ich gesagt? Er würde gerne reinschauen. Gott sei Dank habe ich meinen Rucksack schon vorne dran. Da ist schon jemand sehr interessiert an meiner Tasche. Merkt ihr es? Aber ich glaube, ich soll einfach ganz entspannt bleiben. Da passiert gar nichts. Oh. Oh, oh. Okay, Eric, gibt's noch andere Regeln, die ich beachten muss? Es gibt ein paar wichtige Regeln. Ich trage jetzt eine Sonnenbrille, um meine Augen zu schützen. Aber wir sollten Augenkontakt vermeiden.
Für die Affen ist das eine Bedrohung. Deshalb immer wegschauen. Dann fühlen sie sich nicht bedroht. Wenn du mich anstarrst, denke ich, was starrst du so? Und wenn du lächelst und die Zähne zeigst, ist das auch eine Bedrohung. Genauso, wenn du schreist und den Mund offen hast. Dieses Verhalten ist die Sprache der Affen und sie gehen davon aus, dass wir sie verstehen. Ja. Hier nochmal in Affensprache, was als Bedrohung gilt. Direkter Augenkontakt und in die Augen starren. Der sogenannte O-Mund. Und noch etwas offensichtlicher, Zähne zeigen. Die Affen von Gibraltar machen zwar nicht viele Laute, dafür sprechen sie mit ihren Gesichtsausdrücken eine deutliche Sprache. Wenn sie sich bedroht fühlen, können sie auch zubeißen. Den großen Fehler, den wir machen, wenn der Affe macht, machen wir auch Und er denkt sich, warum verstehst du das nicht? Du sollst abhauen. Und jetzt sagst du mir, ich soll abhauen? Aber ich wohne hier. Dann zeigt er die Zähne. Dann schreist du. Und wenn du schreist, werden die anderen Affen aufmerksam und fangen auch an zu schreien. Dann kommen immer mehr Affen und alle fühlen sich bedroht und sie greifen an. Aber du hast angefangen. Das verstehen die Menschen nicht. Wilde Tiere sollte man einfach nur beobachten und wirklich, wirklich niemals versuchen, sie anzufassen oder zu streicheln. Eric zeigt mir jetzt, wie ich mich richtig verhalte, wenn wir auf Affen treffen. Hat er gerade gegähnt? Ja, das war kein Zähnezeichen. Der hat gegähnt und sich gestreckt. Hast du die Zähne gesehen? Die sind ziemlich groß. Bleib einfach stehen, keine Sorge. Er geht an uns vorbei. Oh, ich muss sagen, ich finde es trotzdem ein bisschen erschreckend, wenn die einem so nah kommen. Die haben schon ganz schöne Hauer im Mund. Dann raschelt es über unseren Köpfen. Hier sind wirklich überall Affen unterwegs. Schau mal, hier wächst überall Futter. Hier, diese Beeren, die pflücken sie zum Beispiel und fressen sie. Hier gibt es sogar schwarze Oliven. Davon bekommen sie schwarze Lippen. Das sieht dann ganz gruselig aus. Auf Bäumen und Sträuchern, am Straßenrand und auf den Felsen wächst jede Menge frisches Futter für die Makaken. Oh, das schaut ja hier aus wie ein Futterplatz. Hat denen da jemand Futter hingelegt? Ja, sie werden täglich gefüttert. Sie bekommen Wurzelgemüse, Äpfel, Orangen, manchmal auch Salat und Blumenkohl. Manche denken, sie würden nicht genug zu fressen finden. Aber die leben hier auf einem riesigen Salatteller. Und außerdem fressen sie nicht nur Gemüse. Sie suchen kleine Spinnen und Eidechsen. Sie sind auch Fleischfresser. Aber die einfache Erklärung ist, dass die Affen jeden Tag gefüttert werden, damit die Touristen etwas zu sehen haben. Während dem Futtern halten die Affen einen Mindestabstand untereinander ein. 1 bis 2 Meter Platz muss man den anderen lassen, sonst gibt es schnell Ärger. Wer keine Auseinandersetzung riskieren will, holt sich besondere Leckerbissen lieber heimlich. Oh, Eric, schau mal da oben. Die lausen sich ja. Ja, die machen Fellpflege. Der eine laust den anderen. Wenn sie das machen, suchen sie nach Parasiten. Aber sie haben gar keine. Der eine schaut beim anderen durch das Fell und krault und sucht. Und dann tut er so, als würde er Parasiten essen. Denn wenn er das nicht tut, dann glaubt der andere, er hätte ihn nicht richtig sauber gemacht. Hinter dieser Wohlfühlbehandlung steckt aber noch mehr. Das Tier, das laust, tut dem anderen einen Gefallen. Dadurch wird ihre Freundschaft gestärkt. Eric führt mich zu einem Aussichtspunkt.
Hier können wir weit über die Stadt und das Meer blicken und treffen auf eine weitere Affenbande. Oh, schaut mal, der ruht sich aus. Ich sag's euch, ich kann jetzt auch mal eine Pause gebrauchen. Wir sind ganz schön viel rumgelaufen. Neben Futtern und Schlafen nimmt die Fellpflege bei den Affen von Gibraltar einen großen Teil des Tages ein. Man sieht jetzt ja schon, dass der eine deutlich größer ist als der andere. Ist das jetzt der Boss von der Gruppe? Ja, der ist größer. Der ist ein Alpha-Männchen. Mhm. Davon gibt es immer mehrere und die kämpfen untereinander. Wenn er sich umdrehen würde, könntest du die Narben sehen. Er hat eine ganz zerschrammte Nase. Der ist hier schon länger. Mhm. Kannst du sagen, wie alt der ist? Er ist ungefähr 18 Jahre alt. Wow! Und wie alt werden die so? Ungefähr 25, wenn sie Glück haben. Der Felsen von Gibraltar hat für die Affen neben viel Natur auch Abwechslung zu bieten. Für die Jungen ist es ein riesiger, großer Abenteuerspielplatz. Hoch über der Stadt haben sie sogar einen eigenen Pool. Hier hängen nachmittags oft die Teenies ab und spielen, wer als erstes reinfällt. Die halbstarken Affen verhalten sich ähnlich wie Menschenkinder im Schwimmbad. Die einen wollen lieber abhängen, die anderen herumblödeln. Sie spielen und kämpfen miteinander und schubsen sich. Nur Pommes gibt es keine. Alles, was herumsteht, wird von den Affen zum Kletterspielzeug umfunktioniert. Eric ist an das Affentheater auf Gibraltar gewöhnt und mischt sich gern unter die Affenbande. Die Gruppe wirkt friedlich, also geselle ich mich auch dazu. Die hängen jetzt ja richtig mit uns ab. Boah. Wir sind jetzt sozusagen in ihrem Wohnzimmer. Und sie erlauben es. Wir jagen niemanden fort, erschrecken niemanden. Ja. Deswegen sagen sie, okay, aber macht bloß nichts Blödes. Ja. Er ist entspannt, sie ist entspannt, die Kinder spielen. Was kann man sich mehr wünschen? Siehst du auch den einen da oben im Baum? Ja, die sind wirklich überall. Da oben ist auch einer. Jetzt ist es umgekehrt. Die Affen beobachten uns, nicht wir sie. Wer sind jetzt also die Affen? Die oder wir? Sag mal, würde der das jetzt auch schaffen, das Auto aufzubekommen? Ja, natürlich. Sie haben das schon so oft gesehen, dass sie wissen, wie es funktioniert. Aber die Großen versuchen es nicht, weil sie gesehen haben, dass da kein Futter drin liegt. Boah, Leute, wir hängen hier ein bisschen mit den Affen ab. Und ich muss sagen, so langsam kann ich sie auch ein bisschen besser einschätzen. Für die Affen ist es andersherum auch nicht immer einfach, das Verhalten der Menschen einzuschätzen. Täglich laufen hunderte Touristen durch das Naturschutzgebiet, dringen also in ihren Lebensraum ein. Dabei haben sich die Affen schon an vieles gewöhnt. Auch daran, dass die Menschen Rucksäcke und Taschen voll gut riechendem Futter dabei haben. Da wollen die Makaken ran und dafür gehen sie aufs Ganze. Bisse und gefährliche Kratzer sind auf dem Affenfelsen keine Seltenheit. Das müsste nicht sein, wenn jeder den Lebensraum der Affen mit Respekt betreten würde. Anfassen ist absolut tabu. Ich bin mit Tessa verabredet. Sie arbeitet für die Naturschutzorganisation Helping Hand Trust und erforscht das Leben der Meeressäuger und Affen in Gibraltar. Hey Tessa! Hi Pia! Hi Pia. Darf ich mich setzen? Sie? Ja, klar. Ah, so Tessa. Du bist Primatologin, so nennt man das, wenn man mit Affen arbeitet, richtig? Ja, ich erforsche die Affen hier auf dem Felsen von Gibraltar. Oh, richtig cool. Was machst du denn da so genau? Momentan mache ich eine Studie und beobachte dafür das Verhalten der Affen. Wie viel Zeit sie mit der Fellpflege verbringen oder beim Streiten. So kann ich herausfinden, wer mit wem befreundet ist. Who's friends, who's not friends. Boah, das hört sich ja super spannend an. Kann ich dir irgendwie bei was helfen? Ja, denn bevor ich mit der Studie beginnen kann, ist es wichtig, die einzelnen Makaken voneinander zu unterscheiden. Dafür machen wir diese Fotos. Manche Leute denken, die sehen alle gleich aus. Aber wie du hier sehen kannst, sind sie sehr unterschiedlich. Dieses Männchen hier hat zum Beispiel eine Narbe und dieses Weibchen hat Sommersprossen. Cool.
Boah, ich wusste gar nicht, dass Affen auch Sommersprossen haben können. Hier ist eine leere Ausweiskarte. Hast du auch ein Handy? Ja. Ja, mein Handy. Perfekt. Du machst dein Foto und später drucken wir es aus und machen eine neue Ausweiskarte. Okay, cool, Leute. Ich werde jetzt gleich Personalausweise für Affen erstellen. Richtig gut. Wir sind wieder zurück bei den Affen im Naturschutzgebiet. So, Klemmbrett ist dabei, Stift auch, Handy in der Tasche. Los geht's mit der Affenforschung. Okay, da sind zwei Affen. Ich beobachte den einen weiter oben und du diesen hier. Das klingt gut. Tessa, Wiener, darf ich denn an den ran? Du solltest einen Meter, besser eine Armlänge Abstand halten. Okay. Wenn er das Gefühl hat, du könntest ihn berühren, wird er vielleicht nervös. Okay, dann lege ich mal los. Yes. Und denk daran, ein Foto zu machen. Sehr gut, damit fange ich gleich an. Yes. Erstes ein Foto machen. Wie soll ich denn das hinkriegen? Da guckt er gar nicht richtig. Und ich darf ihm nicht in die Augen schauen. Schauen wir doch mal. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Oh Mann, der sitzt da so verschränkt, dass ich gar nichts sehen kann von seinem Körper. Ich weiß nicht mal, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Aha. Ich würde sagen, hier an der Nase, da so ein paar dunklere Stellen. Oh. Hier auch ein bisschen dunkler. Man so richtig was erkennen kann ich irgendwie nicht. Da dreht sein Kopf die ganze Zeit so weg. Für die Affenforschung braucht man Geduld. Bei Tessa scheint es besser zu laufen. Zumindest dreht ihr der Affe nicht den Rücken zu. Tessa, mein Affe ist weggelaufen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig viel Information rausfinden können. Wenn man mit wilden Tieren arbeitet, kommt das oft vor. Manchmal gehen sie einfach. Dann muss man ihnen hinterherlaufen. Es kann mehrere Tage dauern, nur um ganz wenig Information zu bekommen. Puh, ich weiß jetzt nicht mal, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Schau mal, das kannst du auch an der Gesichtsform erkennen. Die Gesichtsform ist bei den Weibchen eher oval. Die Männchen haben breite Kieferknochen. Dadurch ist ihr Gesicht eher dreieckig. Und sie haben breitere Schultern. Bei diesem hier kannst du sehen, dass es ein Weibchen ist, weil es ein schmaleres Gesicht hat. Hatte dein Affe so ein schmales Gesicht oder war es eher breit? Ich habe ja ein Foto gemacht, warte mal, da können wir nachschauen. Ah ja, das sieht wie ein Männchen aus. Dann zeichne ich das hier gleich mal ein. Zack. Was hast du denn so rausgefunden? Also, sie ist ein Weibchen und sie ist sehr alt. Ja. Sie hat Falten auf der Brust und ihr Haar ist nicht mehr so voll. Okay, was heißt denn sehr alt? Sie ist eine Großmutter. Sie hat wahrscheinlich schon Enkel. Echt? Meinst du, dass die ganzen kleinen anderen Affen hier um uns herum irgendwie ihre Enkel sein könnten? Yes. Ja, bestimmt. Einer von denen, die da Quatsch machen, ist sicher ihr Enkel. Wie viele andere Großmütter passt sie auf ihre Enkel auf? Ja, also mein erster Versuch war jetzt ja noch nicht so erfolgreich. Meinst du, ich kann es nochmal mit einem anderen Affen versuchen? Yes, ja, ich kann mitkommen und dir helfen. Sehr gut. Die Affen von Gibraltar haben sich momentan in 6 verschiedene Gruppen aufgeteilt. So eine Gruppe zählt zwischen 10 und 60 Tiere und ist bunt gemischt. Es sind vor allem erwachsene Weibchen mit ihrem Nachwuchs. Dazu mehrere Männchen. Schon ein paar Schritte weiter finden wir unsere nächsten Forschungsobjekte. Weil der eine gerade gelaust wird und das offensichtlich genießt, bewegt er sich so gut wie gar nicht. Ich mache erstmal ein Foto für den Ausweis. Ja, ich glaube, das erkennt man ganz gut. Ja. Beschreib du einfach, was du siehst, und ich trage es ein. Er hat ganz spitze Ohren. Ja.
Und kannst du irgendwelche Narben oder Sommersprossen entdecken? Ein paar hier unten und am Auge. Okay. Okay. Er hat hier so eine lustige Frisur oben auf dem Kopf. Oh, ach, so ein kleines Haarbüschel? Ja, genau. Tessa, das ist ja echt Wahnsinn, wie nah man an die rankommt. Ist das normal für Berberaffen, dass die so zutraulich sind? Die Berberaffen tolerieren Menschen viel eher als andere Affenarten. Das bedeutet, sie gewöhnen sich schneller an die Anwesenheit von Menschen als andere Affen. Und die hier in Gibraltar besonders, weil sie das ganze Jahr über so viele Menschen sehen. Es gibt kaum einen anderen Ort auf der Welt, wo man so nahe an wilde Affen herankommen kann. Und die wirken auch ziemlich entspannt. Aber wenn man sie mal braucht, dann sind sie garantiert weg. Ich halte mich lieber wieder an Tessa. Wir beobachten eine Gruppe von einem Weibchen mit ihren drei Kindern. Die zwei Älteren werden von der Mutter gelaust. Das Jüngste sitzt daneben und will spielen. Was war das denn jetzt? Das nennt man Zähneklappern. Die Affen machen das, um freundlich zu sein oder sich zu entschuldigen. Ah, okay, der hat die gerade genervt und dann hat er sich entschuldigt. Ja. Hier nochmal Entschuldigung in Affensprache. Und hier auf dem Hügel sind ja wirklich ganz viele verschiedene Gruppen von Affen. Kennst du die alle? Ja, es sind mehrere Gruppen und sie haben sogar unterschiedliche Kulturen. Wow, und wie ist es, wenn die dann aufeinandertreffen? Verstehen die sich dann oder nicht so gut? Da gibt es schon Spannungen. Normalerweise versuchen sie, sich aus dem Weg zu gehen. Wenn sie sich doch begegnen, wollen sie eigentlich nicht kämpfen. Sie bauen sich dann voreinander auf und gehen so aneinander vorbei. Das sieht oft ziemlich lustig aus. Okay. Also Leute, da gehört noch einiges dazu, bis ich so eine gute Primatologin bin wie die Tessa. Aber ich finde, für den Anfang habe ich es gar nicht so schlecht gemacht. Für euch gibt es jetzt noch mal alles, was ich Tolles mit den Affen erlebt habe. Ich besuche den einzigen Ort in Europa, an dem Affen in freier Wildbahn leben. Dieser riesige Felsen auf der Halbinsel Gibraltar ist das Zuhause von ungefähr 200 Berberaffen. Die hängen hier wirklich überall ab. Affenexperte Eric erklärt mir erstmal die Regeln auf dem Affenfelsen. Nimm den Rucksack runter und trage ihn vorne. Da ist schon jemand sehr interessiert an meiner Tasche, merkt ihr es? Eric und ich hängen mit der wilden Affenbande ab. Die sind total friedlich, haben uns aber ganz genau im Blick. Jetzt ist es umgekehrt. Die Affen beobachten uns, nicht wir sie. Wer sind jetzt also die Affen? Dann helfe ich Affenforscherin Tessa, Ausweise für die Affen anzufertigen. Das ist gar nicht so leicht, denn die wilden Makaken machen, was sie wollen. Und so hört sich Entschuldigung in Affensprache an. Der hat die gerade genervt und dann hat er sich entschuldigt. Yes. Ja. So. Perfekt. Das war jetzt aber die letzte Arbeit für heute. Ob ich wirklich Affenforscherin werden will, das muss ich mir noch mal überlegen. Aber es war auf jeden Fall ein richtig toller Tag hier bei den Affen von Gibraltar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann.